Hallo liebe Leute, es gibt wieder eine Challenge. Fersengold gegen von Grambusch. Ihr wisst schon, die wir beim Bowling letztes Mal sozusagen vernichtet haben. Wir sind so schlecht. Ja, gut, man hätte sich vielleicht nicht gleich so vernichten lassen müssen. Ja, haben's vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Haben's ein bisschen übertrieben, insbesondere Flo. VG gegen VG. VG wird gewinnen. Wir werden gewinnen. Okay. Du schaffst das. Reiß dich jetzt zusammen. Punkte bei die Fische. Und wir haben hier auf der einen Seite das Team, was heute den Sieg einfahren wird, repräsentiert von Julian. Hallo. Der heute schon ersetzt am Schlagzeug. Das Fersengold-Team. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Team, was sich heute wieder bei besonders viel Mühe geben wird. Von Van Grambusch. Ja. Ich bezweifle, dass Fersengold eine Chance heute haben wird. Erstmal große Fresse haben wir. Aber am Ende kackt die Ente. Ich bin auch geregelt gerade jetzt hier. Ja. Ja, gut. Ja. Mann. Lass mal spielen. Ja. Ja. Schon 9, 8. Nicht direkt. Ja. 9 Punkte. Ärgerlich. Ärgerlich, war ich. 274 Punkte. Muss ich schon wieder zerstören. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Geil? Und ciao, ja. Oho, 242. Ja. Erstmal Respekt, Sol. Aber man muss das auch kurz festhalten, es steht jetzt 1-1. Ja, genau. Ja, ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. 1-1 jetzt. Im Bowling haben wir nur ganz knapp verloren. Jetzt deutlich gerade von Hamburg. Es steht 1-1. Sehr gut, coole Idee. Mega geil, danke für die Orga. Ja, mega. Eigentlich gewinnen wir doch mal. So, dritte Runde Mario Kart. Wir sind in Hamburg. Es steht 1-1. Vorgestern hat von Grambusch gewonnen. Gestern haben wir gewonnen. Heute ist die Entscheidung. Wir machen uns bereit. Wir setzen uns heute gegenüber, damit wir in das Gesicht unseres Gegners schauen können. Es ist heiß. Gefühl, dass sie bleiben. Achtung, dieses Video enthält Produktplatzierung. Oh, ein iPhone. Jetzt ein Tanzset. Oh, das landet wieder gemacht. Ja, das war meine, glaube ich. Oh. So, was sagt die Gesamtwertung? Alles klar. Oh. 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 Glück gehabt. Achso, links. gut Fahrt. Gut. Ja. Es steht 2-1 für Van Grambusch. Aber die Rennen sind immer so knapp. Und ich sag mal so, wenn Ihnen das Fünfchen Glück fehlen sollte das nächste Mal, das Sie immer haben, haben Sie keine Chance. Ah, lieben Blank. Lieben Blank. Also es ist heute ist mega viel Familie da, mega viele Freunde von uns allen. Ja, Dito. Und auch ganz viele Leute, die ich irgendwie so ewig nicht gesehen habe einfach. Und deswegen, das ist schon immer noch mal eine extra Portion Aufregung, muss ich sagen. Also brauche ich ein bisschen Nervennahrung heute. Lass mal laufen. Ja. Ist das Wasser? Ja. Ist Wasser. Hallo Leute. Willkommen in Hamburg in der Edel Optics Arena. Ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Ich habe ja nun an diesem Tourwochenende auf 2 Konzerten gefehlt, weil ich leider mir unnötigerweise eine Magen- und Darminfektion abgeholt habe. Aber davon
habe ich mich jetzt wieder erholt und ja, jetzt freue ich mich, hier in dieser Halle stehen zu dürfen und ganz besonders auf die Show heute Abend. Hamburg ist ja unsere Hochburg, könnte man so ein bisschen sagen. Hier wird immer gut gefeiert. Aber jetzt heißt es warten auf den großen Moment heute Abend. Ich bin mal gespannt, ob ich es noch drauf habe. Übrigens nochmal ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank an dich, Hauke, dass du mich gestern in Leipzig und Donnerstag in Köln so mega würdig vertreten hast. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du mir da aus der Patsche geholfen hast und vor allem auch den Jungs. Ja, heute Hamburg. So, das ist die Crew kurz vor Show. Man merkt die Nervosität und Anspannung. Schon Sache Cocktails, komm stoß mit an, ein Hoch auf uns. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Komm mit, wir gehen. Ein Fest war das. Ohne Kacke. Zwei Dinge habe ich Danke. Was für eine Maschine. Klasse Scheiße. Geiler Kühlschrank. Mega. Ey Julian, wie fühlt sich nach der Show? Jetzt gut, Alter. Jetzt gut. Jetzt alles gut. Ja, Mann, jetzt freue ich mich auf morgen. Umso mehr. Geil, Mann. Oh, geil.